Ich verstehe nicht, worüber Dennis redet. Ich bleib immer an dieser Drecks-Hurenkiste hängen, ne? Auf jeden Fall schon mal besser. Aber ich glaube, das wird immer noch keine 28. Doch, 26. Ja, ich muss mich konzentrieren, tut mir leid. Immer wenn ich mich konzentriere, dann entgleisen mir die Gesichtszüge. Wenn man das so nennen kann. Aber wir haben Gold. Yay! Okay. Schangelrollers. Ja, ich bin ja auch böse. Glückwunsch zum ersten Gold. Dankeschön. Resting Bitch Face. Ja, das kann man genau so nennen. Ich kann da auch nichts für, wenn mein Gesicht entspannt ist. Dann sehe ich mega böse aus. Das kann meine Mutter aber auch ganz gut. Ich glaube, von der habe ich das. Danke, Mama. Oh, meine Nase juckt. Das ist jetzt der passendste Zeitpunkt. Ich muss mit meiner Lippe meine Nase kratzen. Es möge zwar etwas bescheuert aussehen, aber es ist sehr befriedigend. Was war das denn? Das ist doch wohl Abzocke. Ich denke mal, mit Gold ist jetzt nicht mehr, ne? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Und dann einfach so böse guckt, genau. Vor die Muskeln würden bei Entspannung gegen die Erdanziehung arbeiten. Dann würdest du ja auch verwundert gucken. Ja, ich sag mal so, hätte ich den Akku, den Super-Akku bekommen, dann hätte ich es gepackt. Aber dem war nicht so. Das immer diese komischen Steindinger, die immer im Weg sind. Lass mich alle in Ruhe. Oh Scheiße, ich kann das schon wieder direkt in die Tonne pfeffern, ne? Das ist doch kacke. Aber ich kann mich hier nochmal probieren. Das hat funktioniert diesmal. Aber beim nächsten Mal wird es nicht funktionieren.
Alles muss raus. Guck mal, wie weit ich komme, was ich für eine Zeit kriege. Dann können wir uns vorstellen, dass ich jetzt eigentlich besser bin als eben. 50. Ja, ich bin nochmal. War anscheinend nicht so gut. Dankeschön. Dann bin ich aber gleich jetzt am Mampfen doch. Dennis hat mir gerade Essen gebracht. Jetzt müssen wir aber mal langsam, ich darf da jetzt nicht bei diesen zwei rollenden Dingern nicht rechts rum, sondern links rum. Eine Gabel kriege ich auch noch. So, jetzt gleich kommt wieder die böse Stelle. War das hier die hier? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Dann warte ich lieber ein Stückchen. Dafür habe ich aber meine zwei Akkus. Jetzt hat es funktioniert. Los! Lauf! Naja, aber Gold, immerhin. GG. GG. Das muss ich aber erstmal. Great Gate. Wer? Ach, der Sohn von Will Smith. Voll der komische Kauz. Aber ich glaube, ich würde mir auch was drauf einbilden, wenn mein Vater Will Smith wäre. Das war, während ich hier eben bei Jungle Rollers oder was das war. Währenddessen hat er mir hier hingestellt. Den Teller mit den Essenssachen. Jetzt kommt meine Lieblingspassage. Diese eine Schildkröte ist irgendwie ein bisschen buggy. Die geht irgendwie in meinen Hintergrund verzierlich. Ich dachte, es wäre länger, das Level. Oh, schon wieder nur. Das ist echt deprimierend. Was schreibt ihr da für ein Spürges? So, jetzt bin ich aber hier auf die
auf die Chili Cheese Nuggets gespannt. Erstmal Level laden. Nasen jucken. Ja. Oh. Ein bisschen scharf sind sie auch. Die sind lecker. Ich weiß gar nicht, wie viel man gekauft hat. Ich glaube beim Netto oder so. Kann man hier. Oh, jetzt wird's scharf. Kann man hier einen super Akku finden? Da wird's richtig doch. Das war extra. Ja, der macht noch Sachen. Ich hab den schon länger. Hin und wieder gucke ich mal, was er so macht. Weil jetzt habe ich schon länger nicht mehr geguckt. Müsste ich eigentlich mal gucken, was der so treibt. Oh, Dankeschön. So, als Belohnung ein Chicken. Boulders. Das war, glaube ich, das Verfolgerlevel, ne? Das andere. Gut. Yay! Auf geht's in Getümmel, Hände weg vom Lümmel. So, ich hoffe mal, dass sie hier nicht auch wieder so schnell ist. Das war jetzt natürlich nicht so gut, dass ich da die eine Kiste verfehlt habe. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem. Endlich das, also, first try.